Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendkurs. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich präsentiere heute Mindwarp aus dem Steam Workshop. Download-Link findest du natürlich in der Videobeschreibung. Erstellt wurde das Ganze von Starport 55, hat aktuell 0 Sterne, weil nicht genug Bewerter vorhanden sind und wurde am 28. Februar 2021 hochgeladen. Und ich möchte ganz kurz Werbung in eigener Sache machen, denn ab nächster Woche, beziehungsweise spätestens übernächster Woche, wird sich im Bereich Planet Coaster, nicht in den Präsentationen, aber im Bereich Planet Coaster ein bisschen was ändern. Und ich habe so eine kleine Andeutung im Discord gemacht. Da habe ich eine Umfrage gestartet und vielleicht könnte es damit zusammenhängen. Auf jeden Fall kann ich schon mal so viel verraten. Die Zeiten werden sich ändern und sagt niemals nie. So, das war es aber dann mit den Hinweisen. Mindwarp, Starport 55, ich glaube, von ihm habe ich noch keine Sache präsentiert oder ihr. Auf jeden Fall, es handelt sich dabei um einen Park, heißt, du kannst das nicht in deinen bestehenden Park integrieren, aber dafür sind Wege und Terraforming gespeichert und ein paar, aber wirklich nur ein paar, Tool-Creation-Set-Dinger haben den Weg in diese Kreation gefunden. Und ich bin jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ich habe jetzt ein paar erzückende, wirklich schöne Screenshots gesehen und ich weiß noch nicht ehrlich gesagt, was mich da erwartet. Ob da jetzt eine Achterbahn kommt oder einfach nur ein paar Bilder, die mich da, weiß nicht, beeindrucken werden. Auf jeden Fall, das Ganze sieht ganz gut aus. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, um was für ein Fahrgeschäft es sich handelt. Wirklich. Also das ist diesmal relativ Neuland. Und ich drücke jetzt mal auf Play und hier bewegt sich erstmal gar nichts. Es ist 4 Uhr nachts eingestellt. Das lasse ich jetzt auch so, weil die ganzen Screenshots wurden bei Nacht gemacht. Also denke ich mal, es ist eine reine Nachtfahrt und da flog gerade ein Vogel. Und hier ändern sich auf... Oh, cool. Sehr geil. Das Lauflicht feiere ich schon mal. Und vor allem, es wechselt die Farbe. Achte mal bitte. Das wechselt jetzt instant die Farbe. Und kommt da jetzt nochmal ein Lauflicht oder wechselt... Oh, das wechselt nochmal. Oh, da ist ein Lauflicht. Bei Blau. Also bei Rot war Lauflicht. Dann Pink war kein Lauflicht, dann Blau war Lauflicht, Pink wieder, aha, und da ist wieder Blau, also müsste jetzt theoretisch Lauflicht kommen, nee. Hä, wie funktioniert das denn? Okay, ich blicke hier nicht so ganz durch. Auf jeden Fall, die Farbwechsel sehen schon sehr, sehr schnieke aus. Okay, wir haben hier Mindwarp. Und es ist ein Illuminati-Auge, so wie ich das erkennen kann. Ja gut, schauen wir mal ein bisschen weiter. Hier ist der Entrance und da ist der Ausgang. Und wir gehen jetzt mal rein. Hola! Oha. Die Lichter sehen schon mal vielversprechend aus. Ja, ich weiß. Aber ich bin halt so ein... Ich mag Lichter. Und vor allem mag ich das hier. Dieses durchgängige... Ja, wie nenne ich das jetzt mal? Einfach LED-Stripe? Ich weiß, LED-Band, Lichtprojektion, keine Ahnung. LED-Band nennen wir das jetzt einfach mal, das Durchgängige. Feiere ich. Man sieht keine Übergänge. Und hier haben wir irgendeinen YouTuber-Aufnahmeraum mit Schallillusierung. Und wir müssen jetzt... Wo müssen wir jetzt rum? Hier rum? Nein. Dadurch? Nein. Ah, so sieht die Außenwelt aus. Aha. Hier durch? Nein. Hä? Oh. Okay. Also. Pass auf. Normalerweise präsentiere ich immer irgendwelche Bahnen. Ich war jetzt so ein bisschen verdutzt. Normalerweise präsentiere ich immer irgendwelche Bahnen. Die haben ein Gitter oder die sind, weiß nicht, durch irgendwelche Absperrungen, durch Felsformationen oder was weiß ich getrennt, diese Eingangsbereiche. Aber hier in der Mitte, ja nichts. Also man vertraut darauf, dass keiner einen großen Schritt macht und einfach hier drüber klettert. Ne? Also man geht hier brav, wirklich zivilisiert durch den Eingangsbereich, geht man hier entlang und dann schlängelt man sich hier hin. Also die Beleuchtung, ganz ehrlich, die Beleuchtung im Eingangsbereich gefällt mir schon mal sehr gut. The Institute of Pflanzen. Mhm, ja. Was wohl sehr cool ist, stell dir vor, du stehst hier und bist du am Reden, ne? Passiert ja schon mal im Wartebereich, ne? Man ist so am Reden mit seinen Leuten, die man hier wartet, ne? Man redet hier so, super Bahn und wir haben uns hier königlich amüsiert und plopp. Hast du irgend so ein, weiß nicht, so ein Blatt auf einmal in der Nase?
Und das sind ja keine normalen Rundblätter, das sind ja Stichblätter. Ne? Die haben ja ganz feine, ganz harte, weiß nicht, vorne, muss man drauf achten, so Spitzen. Die sind wirklich hart, also diese Palmblätter, die sind richtig spitz von vorne. Und wenn du dich dann umdrehst, ich spreche nicht aus Erfahrung, aber die haben richtig harte Spitzen vorne. Und wenn du die in die Nase kriegst, das ist ultra unangenehm. Habe ich irgendwo mal gehört. So, weiter. Und dann gehen wir hier. Ja, pass auf, hier musst du nämlich ducken. Ne? Dann gehst du hier so drunter und sagst, pass auf, dann lenkst du den anderen ab und sagst, guck mal hinter dir. Und dann läuft der rückwärts hier hin und sagst, hör mal, ich habe noch eine Frage. Und dann dreht er sich um. In dem Moment dreht er sich um und kriegt so eine Spitze in die Nase. Mann. Ich schweife ab. Hier ist ein Auslöser, ne? Muss ich das jetzt auslösen? Play Video steht da. Okay, ich drück mal drauf. Ich guck mal, was mich erwartet. Oha. Ah, guck mal hier. Das ist... Ich erkenne es. Tokio bei Nacht mit Stromausfall. Mit Gewitter. Mhm. Muss ich da irgendwas runterladen? Oh, 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 ja. Also, falls du in Erwägung ziehst, diesen Park, ist ja als Park gespeichert, runterzuladen, musst du auf jeden Fall für das volle Feeling etwas runterladen in Drive Google. Nur so als Hinweis. Ich denke mal, dann werde ich irgendwie wahrscheinlich irgendwas verpassen hier während der Fahrt. Aber ich möchte kurz den Hinweis nämlich dahin bringen. Also heißt, wenn du die volle Fahrt genießen möchtest, musst du da runterladen. Ich mache es nicht wegen Copyright-Verletzung Angst. Oh, okay, es ist so eine Bahn. Ja, dann bin ich jetzt mal drauf gespannt. Okay, wir starten in 3, 2... Oh, warte. Muss ich hier schießen? Moment, Test beenden. Stopp, warte. Muss ich hier schießen? Auslöser? Nee. Wartung? Nee. Hier kann man nicht schießen, ne? Nee, hier sind auch keine Schießpistolen drauf. Okay, dann starten wir jetzt in 3, 2, 1 und ab geht's. Ab geht's. Los geht's. Hui. Oha. Die Kinopremiere im Lockdown. James Bond. Ja, okay, wurde schon ein paar Mal verschoben, ja. Oh. Oha. Tron. Das sieht gut aus. Weiß nicht, muss man hier irgendwas runterladen? Also an Musik? Okay, ich mach Musik dazu. Und wir sind der Marlboro-Mann und reiten dem Sonnenuntergang entgegen. Oh, ey, das erinnert mich so an einen Freizeitpark. Wie heißt der nochmal? Toverland. Ja, da ist das auch. Mit so ein bisschen Glitzer und dann sind da Wurzeln und du läufst durch so eine Halle. Und das sieht sehr gut aus. Das ist wahrscheinlich voll die falsche Musik, aber... Wer die Musik erkennt, kann es gerne in den Kommentaren schreiben. Das Problem ist, wenn du aus dieser Attraktion rauskommst, die ich jetzt gerade gesummt habe... Oh, das sieht echt gut aus. Wenn du diese Melodie, die ich gerade gesummt habe, aus dieser Attraktion rauskommst, kommst du auf einen Platz und dann kommt direkt die nächste Melodie. Ich weiß aber nicht mehr, ich krieg die jetzt nicht ganz zusammen. Also die geht mir im Kopf, aber ich krieg die jetzt gerade nicht zusammen, die andere Melodie. Und hier kann niemand. Nee. Irgendwie so. Oh, eine Badewanne mit Wasserhahn. Mhm. Hier wohnen bestimmt die sieben Zwerge. Mhm. Mit...
Ist aber keine Gruselbahn, ne? Der wird auch eine Rolle übrigens spielen, den ich da gerade, der da gerade lief. Nur so als Hinweis zu dem, was ich vorhin gesagt hatte. Okay, wir sind jetzt ein paar Runden gefahren. Oh. Sleepy Drago, DJ Sleepy Drago in der Oh, ich mach zu viele Hinweise. Oh ja. Oh, das sieht gut aus. Also bis jetzt gefällt mir die Bahn. Übrigens, ich fahre hier mit 60 Frames. Oh. Weltpremiere für den Park. Für das Spiel. Kennst du das, wenn Leute sagen, ich guck dich? Oder ich habe gerade so ein bisschen Angst, ne? Das ist zu lang dunkel. Ich glaube, da hätte ich irgendwas runterladen müssen. So. Oh ja. Ich mache Auge, Bruder. Ich mach mehrere Augen. Das ist nicht witzig. Ich vermute mal, es hätte hier irgendwie ja, irgendein Sound sein müssen. Wahrscheinlich so. Das klang wie so eine Seerobbe. Ghost Town. Es fing so gut an und dann endet das so. Warum? Why? Okay. Oh, kennt jemand den Film? Zünde meinen Fuß an. Oioioi. Warum muss ich da gerade dran denken? Oder bei Jackass? Lass das doch sein. Sehr beeindruckend. Wirklich. Oh, Marty McFly's Zug. Ich habe 70 Frames. Das sind die Illuminaten. Ey, das verlassene Gebäude sieht sehr geil aus. Mit den Fensterscheiben, die so verdreht waren. Ich hatte keine Angst. Es waren nur Gewitter. Und ein Licht. Als wenn ich da Angst hatte. Junge, kann man nicht schreiben? Hör mal, das ist eine Horrorbahn? Also, man fährt über Steine, total unrealistisch. Das habe ich in Screenshots gesehen. Das erinnert mich so an Efteling. Wenn du mit der Fata Morgana fährst, dann dreht sich alles so leicht. Aber hier dreht sich nichts, das ändert die Farbe. Ein Feuerwerk. Ich bin
jetzt so eine Bangbuchs, ne? Ja, Clowns, ich hasse Clowns. Okay, den Tunnel finde ich sehr cool. Haha. Ja. Oh, ich hasse Clowns, ne? Ohne Mist, Masken. Oh, Spiegellabyrinth. Finde ich sehr cool. Auf Freizeitparks. Ohne Grusel. Aber es wird rot. Tschüss. Ich oh, das ist ein sehr cooler Effekt. Ich glaube, also ganz ehrlich, mit der benötigten Datei sähe das nochmal, oder beziehungsweise hat man wahrscheinlich irgendwelche, ja, audioalen Hintergrund. Da wird aber nicht das Lichtraumprofil eingehalten. Oh, bitte schreibt doch nächste Mal. Achtung, Vorsicht. Achtung, Vorsicht. Das sieht sehr cool aus. Achtung, Vorsicht, Horrorbahn. Hier können Sie erschreckt werden. Können wir nicht so einen Boost jetzt kriegen und einfach da durchfahren? Ich hab ein... Hier ist Disse. Corona-konform, alle 2 Meter Abstand. Ist der Private Club. Ein sehr groß... Alter, wie groß ist denn das Gebäude, bitteschön? Das Matrix. Ich seht. Das sind die Pfeiler, weißt du, wo der dann so hochspringt und die schießen. Nein. Ja, drehen wir uns noch. Das sieht sehr beeindruckend aus. Ich mache hier auch meine Musik, ja? Alter, ich habe Schweißausbrüche, ne? Oh, Sternenhimmel. Sehr cool. Sternschnuppen? Also ein Tool Creation Set-Dinger wahrscheinlich, ne? Krass. Ich verstehe die Story nicht so ganz. Also, man kommt auf so einen verlassenen Jahrmarkt, dann ist man Science Fiction, dann ist man in irgendeiner virtuellen Welt. Aber irgendwie ist das ziemlich cool alles, aber ich verstehe die Story nicht. Wahrscheinlich ist das wieder ein Film, den ich nicht gesehen habe. Oh, irgendwas passiert da garantiert, ne? Irgendwas. Oh, die Bäume im Hintergrund sind sehr geil. Jetzt ohne Mist, ohne Flachs, finde ich sehr cool. Weil, ne, du hast diese Glasfront und dann dahinter der... die Bäume und ich stelle mich ganz halt darauf ein, dass irgendwas jetzt gleich passiert, aber ich hoffe es einfach nicht. Atomica? Atomica was? Atomica? 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 Ich warte auf so einen Jumpscare, ne? Ohne Mist. Irgendwie... Also, das war wahrscheinlich eine U-Bahn, weil die ging da runter. Oha! Oha!
Alter, was ist das denn für ein Gebäude? Ich hab gedacht, weißt du, eine 5-Minuten-Bahn. Das ist ein ganzer Freizeitpark. Aber sehr cool. Ja, mit Sounds wird wahrscheinlich besser, gebe ich zu. Aber Copyright-Verletzung. Selbst wenn mir garantiert wird, dass da keine Copyright-Verletzung vorliegen könnte, stehe ich nachher alleine da. Muss dann Google erklären. Sehr geehrter Google, ich versichere Ihnen, dass mir mündlich zugesagt wurde, dass dort keine Copyright-Verletzungen dort sind. Oh, Feuerwerk. Und dann sagt Herr Google, LMA, schließ deinen Kanal. Dann sage ich, okay, sorry. Muss ich mich anders nennen. Oh, sehr cool. Ich bin Magier, ich lasse hier alles fliegen. Alter, das sieht echt gut aus. Ich bin froh, dass wir gerade nur eine Fahrt machen. Das wäre über ein Stunde-Video gewesen. Aber hier wurde alles verbaut, was irgendwie Planet Coaster zur Verfügung hat, ne? Sämtliche Lampen, sämtliche Konstruktionen, sämtliche Naturbauten wurden hier verbaut. Selbst Bäume. Und die Bäume sehen auch noch sehr gut aus in dem Licht. Alter, die Sternschnuppen, die gefallen mir richtig gut. Junge, sind da Partikel? Also nicht die hier, ne? Das sind Leuchtkäfer. Glühwürmchen. Aber die anderen, diese Streifen, die hochgehen. Ich glaube, das sind Tour Creation Set Dinger. Muss ich gleich mal nachgucken. Boah, der Farbverlauf. Oh, yeah. Also, ich habe ein bisschen Angst, aber andersrum bin ich auch wieder. Oh, die Tür geht auf. Andererseits bin ich auch hin und her. Sehr geil. Wir sind da. Also, kommen wir mal zu einer Bewertung. Wir haben es überlebt. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie groß. Alter, das ist gar nicht so groß, das Gebäude, ne? Ich habe jetzt gedacht, das wäre ein bisschen größer. Gut, der Farbverlauf ultra gut. Die Szenen sehr, sehr gut. Ich denke mal, es wäre noch ein Ticken besser, wenn man sich die Sachen runterladen würde. Aber kannst du ja gerne machen. Und ich gebe der ganzen Bahn 5 Sterne Deluxe. In Anbetracht dessen, dass ich mir halt die Sachen nicht runtergeladen habe und ich vermute einfach mal, dass hier noch so ein audioaler Effekt hinzukam, ne, dass beispielsweise, weiß nicht, irgendwie so ein Geschrei war oder irgendwie eine Übergangsszene. Ist jetzt eine reine Theorie. Wie gesagt, schreib mir mal gerne in die Kommentare, wenn du dir das runtergeladen hast und dann auch dieser Audio-File. Ich weiß nicht, was da sich hinter verbirgt. Auf jeden Fall kann man sich da was runterladen. Ich denke mal, dass da Audio und visuelle Files sich befinden, kann man nie genau einsehen, ne? Und deswegen, wie gesagt, würde ich mich gerne freuen, wenn du das auch in die Kommentare schreibst. Und ich denke mal, 5 Sterne Deluxe ist schon gerechtfertigt. Allein in Anbetracht dessen, wie lang die Bahn war, welcher Aufwand dahinter war und vor allem die Umsetzung, die war richtig, richtig gut. Und die Lichter, die waren super geil platziert und auch in Szene gesetzt worden. Und diese Übergänge, ich feiere die unheimlich, weil da steckt ultra viel Arbeit dahinter. Also ich spreche aus Erfahrung. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Natürlich darfst du gerne auch anderer Meinung sein bezüglich der Bewertung und auch meinen ganzen Videos. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.